Hast du das denn jetzt hingekriegt? Wie hat er hier eine Quest? Da kommt das automatisch. Ist das freischalten? Wie denn? Rufi behält alle Putzelgeheimnisse für sich. Ja. Da sind wir wieder. Lehrensucher Cho. Ja. Aber wenn es uns heute geht, das könnte besser sein. Aber ansonsten geht's eigentlich. So, wir müssen. Da habe ich noch eine Quest. Wer bist du denn? Hi, die Jadeschlange. Hallo. Ich habe keine Angst vor euch. So sehen wir uns wieder, Fremdling von jenseits der Nebel. Dieser Kampf hat einen schweren Preis gefordert. Meine Wiedergeburt wird einige Jahre warten müssen. Lernt daraus, Fremdling. Ich weiß nicht, warum die Nebel sich gelichtet haben, aber ich weiß, es war nicht ohne Grund. Ich sehe, dass ihr nicht hier seid, um diesem Land Krieg zu bringen. Wie ihr selbst gesehen habt, verbirgt sich Dunkelheit in Pandaria. Der Grund für die Lichtung der Nebel. Ihr seid dieser Grund. Findet hier eure Bestimmung. Im Tal der vier Winde könnt ihr viel über dieses Land lernen. Doch gerade sagen, bringt uns jetzt in die vier Winde? Von jenseits der Nebel. Sein Name ist Chen Sturmboy. Er ist ein Pandaren, doch seine Heimat ist eine andere. Bereist dieses Land in Begleitung von Chen, befreundet die Einheimischen. Mit der Zeit werdet ihr Antworten finden. Ach, die fliegt uns jetzt hier rüber. Ja, da wollte ich jetzt noch nicht hin. Ja, da können wir, das machen wir später. Danke, aber das ist jetzt etwas, was wir in der anderen... Ja. Ich wollte jetzt erst die Quest hier noch fertig machen, aber danke, dass du uns jetzt hier wegbringst. Ein Hauch von Sorgen wollte ich jetzt hier noch fertig machen. Wenn, dann machen wir es auch komplett. Ja, also wenn, dann machen wir keine halben Sachen. Wir sind das mit dem Kapitel jetzt fast fertig. Ja, und dann bringt uns hier einfach woanders hin. Ich fasse es nicht, ey. Hättest du uns wenigstens hier runterbringen können zu Hauch und Sorgen. Ja, das wäre sehr nett gewesen. Und dann haben wir das nämlich auch fertig, das Kapitel. Dann haben wir den kompletten Jadewald durchgequestet. Und dann gehen wir natürlich sehr gerne zum Tal der vier Winde, zum Shen Sturmbräu. Straßen können wir natürlich auch machen. Was ich sehr gerne mitnehmen würde, wäre jetzt Hunlei-Gipfel. Und Longsteppe mochte ich nicht so. Aber wir können übrigens bis 61 questen, sehe ich gerade. Ja, dann machen wir das doch auch. Obwohl das eigentlich egal ist, wir müssten ja eigentlich weiter questen können, ne? Also ist es ja nicht. Aber bis dahin sind wir noch eine ganze Weile dran, weil wir haben ja keine Erbstücke dabei. Oh, wir haben hier einen Rare Mob, sehe ich das hier richtig? Monas Nacht. Irgendwas. Einen Rare Mob. Elite? Nein, bist du nicht. Komm her, ich schmeiß direkt mal meine Axt ins Gesicht. Die Nacht ist dunkel und wild. Ja, da ist Böses im Busch, Kollege. Da ist Böses im Busch, muss aufpassen. Ja, könnte glatt sein draußen und Schnee liegen. So, bevor du deinen Zauber hier gecastet hast, machen wir mal direkt das Schild. Trifft er sich halt selber, ist ja auch nicht verkehrt, aber der hat so viel Leben. Lehrenwolke. Aha, Spoiler. Hat er etwas mit der Lehre zu tun? Ja. Gut, ich möchte ein Interview. Ja, ich kenne da jemanden, der hat bestimmt ein paar Fragen an dich. Ja, musst du dir Lord Talk nachher anhören, wenn du in den Schatten dann bist. Vielleicht kannst du die Fragen ja beantworten. Ich glaube, das war etwas zu spät mit dem Zauber. Hör aber auf hier mit deinem Dots, Junge. Dots. Boah, Dots. Komm, beweg deinen Arsch doch mal hier rüber. Da gibt's ja gar nicht. Er hat einfach keinen Bock. Ja. Oh, das dauert und dauert und dauert. Kann ich dich stunnen? Ja toll, es ist er gestunt. Er ist gestunt. Muss nur aufpassen, dass ich den nicht zu weit nach oben ziehe. Okay,
kriegt er direkt seinen eigenen Zauber ins Gesicht. Und er hat eine Hose gedroppt. Oh, mit Intelligenz drauf. Warum? Ich will doch keine Hose mit Intelligenz, Dude. Ich bin kein Paladin. Obwohl, Paladin wäre natürlich auch eine nette Idee gewesen. Ja, wann untote Paladine? Sanfte Mutter Hanne. Ja. Jetzt müssen wir gucken. Hier, Obstgarten, Feuer gelöscht. Machen wir. Was bekommen wir überhaupt dafür? Was bekommen wir hier? Guck mal, wir bekommen hier Hände. Bekommen wir EP. Ja, müssen wir mal gucken. Hallo. Die nächste, ja, hallo. Das, die nächste Lieferung geht auf dich. Ja, wundervoll. Ja, das geht hier nur bei den Obstgärten, glaube ich. Ne? Das kann ich hier nicht machen. Oh, da steht Feuer gelöscht. Sollte das gehen? Bäuerin vom Nektarhauch. Oh, die kämpft sogar mit. Ja. Kämpft darum. Was zählt automatisch? Zählt das automatisch, dass wir dich gerettet haben? Da müssen wir noch ansprechen, okay. Wird das hier auch zu dem Feuer? Was ist das denn überhaupt für ein Zeug? Ebrig, süß und trüb. Diese alkoholfreie Variante des berühmten lokalen Apfelweins ist für Kinder und zum Bekämpfen von Bränden gleichermaßen geeignet. Das kann man jetzt auch falsch verstehen. Du möchtest deine Kinder stillhalten und bekämpfen? Hier, nimm das. Eieieiei. Ja, das, wie gesagt, das kann man auch falsch verstehen. Achso, ich muss den erst befreien. Ich kann ihn jetzt nicht hier. Von geplünderten Nektar-Apfelwein betrunken. Ah, okay. Ist auch gut gegen unsere Gegner. Also gegen unsere Feinde ist das anscheinend auch gut, weil der sorgt das nämlich, das Zeug. Da komme ich immer mal direkt hier mit hier. Du erschaffst hier mal gar nichts ein hier. Guck mal hier. Danke, dass du uns hilfst, unsere Quest fertig zu bekommen. Ich muss dich trotzdem leider verhauen. Aber mir fehlt einfach noch Fähigkeiten, die man nutzen kann als Krieger, ne? Ah, es ist ja. Also wenn du keine Wut hast, kannst du echt nicht viel machen. Da drauf. Oh, hier ist sogar noch ein Item, was ich mitnehmen soll. Ein Werkzeug, sehe ich gerade. So, es gibt sogar zwei. Es gibt Verbrenner und Plünderer, müssen wir töten. Okay. Gut, das ist meins. Hau ab hier. Jetzt haben wir sogar drei Stück am Hintern. So, wir machen mal hier. So, danke Leute, dass ihr mir helft, meine Quest fertig zu bekommen. Aber die ist schon fertig. Ja, die ist schon fertig. Deswegen, da braucht er nicht noch helfen. Dann kann er dann doch direkt weiter mitkommen. Ja, das mit dem Windzauber gegenhauen hat leider nicht so gut geklappt. So, die 8 von 8 haben wir erledigt. Haben wir hier Werkzeug? Ne, schade. Müssen wir noch Leute retten? Guck mal, da steht sogar noch einer. Berichtet mir von. Ey, hau mich doch nicht von hinten. Was fällt dir eigentlich ein hier? Böser Schuft, du. Erstmal einen Schildschlag ins Gesicht hier. Bäm. So, erledigt. Tasche haben wir sogar noch. Sehe ich gerade, ne? Aber hier müsste ich auch mal so langsam Taschen kaufen. Ich wollte gerade sagen, ich habe diese Vorlage noch nicht gesammelt. Hä? Habe ich mich direkt erstmal verguckt? Das passiert mir auch manchmal, so Plünderer müssen wir noch töten.
Müssen wir jetzt erstmal das Werkzeug einsammeln. Wie viel brauchen wir denn noch? Sind fertig, okay. Dann brauchen wir jetzt noch die Überlebenden, müssen wir noch retten. Da brauchen wir noch einen. Und die Plünderer müssen wir noch erledigen. Dann haben wir die Quest auch fertig. Und er sitzt hier wieder und säuft hier einfach. Da komm, kriegt ein paar auf die 12. Aber ich bin eine zierliche Untote in einem schönen weißen Kleid und ihr verkackt einfach. So haben wir dann natürlich gern. Ey, Kollege, packt ihr mir auch noch was übrig? Ja, die gehen jetzt mir. Und die läuft hier einfach weg. Ich glaube, das ist auch das Beste, was du in dem Moment machen kannst, einfach weglaufen. So, dein Hund ist bestimmt schon gerettet. So, wie viel brauchen wir jetzt noch? Ein Plünderer brauchen wir, oder? Boah, ich krieg direkt beide, ne? Wie unfair ist das denn? Weil die direkt zu mir gelaufen ist. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. So, dann können wir hier direkt die Quest abgeben. Und wir haben sogar noch ein Level abbekommen. Boah, ist das nicht schön. Wir hören den Sprung. Sehr schön. So, was hast du noch hier? Achso, bei dir muss ich auch noch eine Quest abgeben. Und wir bekommen neue Hände. Wir nehmen die hier. So, was hat er denn noch Schönes? Mugu-Lager entdeckt. Okay. Stoff. Ja, die Hose wollte ich jetzt nicht ausrüsten. Mugu-Lager da oben. Wir haben den noch nicht fertig, ne? Obstgarten Nektarhauch fehlt noch. Ich dachte, wir sind jetzt durch. Aber leider ist das noch nicht so. So, Mugu-Lager. So, was möchte er denn jetzt von uns? Wir sollen den Unterwerfer töten und 10 Bauern befreien. Ja, wenn wir jetzt einen Schurke, können wir uns hier einfach reinstelfen. Ja, dann ist das einfacher. So, ich schmeiß euch mal direkt eine Axt ins Gesicht, damit ihr direkt hier Tacheles ist. Ja, wer hier das Sagen hat. In der Zeit mache ich dann, wo ihr versucht mich umzuwerfen, einen interessanten Move und befreie den nächsten Bauern. Ja, ich bin so umwerfen, dass ich ganz alleine umfalle. Das liegt halt an den Knochen. Als Untot hast du leider nicht mehr so viele. Da unten ist auch noch einer. Hier haben wir auf jeden Fall noch 3 Stück. Den habe ich jetzt direkt befreit. Wie geil ist das denn? Da 5 von 10. Da haben wir jetzt 6 von 10. Wie viel muss ich von denen noch? Achso, die brauche ich ja überhaupt nicht. Okay. So, dann haben wir die nämlich auch schon. So, 7 von 10. Halten wir direkt 9. Ich drankomme. Dann haben wir die Quest nämlich auch gleich fertig. Ja, natürlich optimal, wenn wir direkt im nächsten Questteil dann direkt rübergehen können. Also in der nächsten Aufnahme. Ich will mir nochmal irgendwo einen Gastwirt suchen, dass ich dann halt auch diesen Bonus wieder bekomme, diesen Ruhebonus. Das macht nämlich viel aus, ne, dass man den bekommt. Ich glaube, wir bekommen 200% mehr EP, glaube ich. So, wo ist der Typ? Da unten, komm, ich springe dir mal direkt ins Gesicht. Bäm. Das ist dann den Felsen gleich selber in die kleinen Stücke hacken. Und er ist sogar... Ne, er ist nicht Elite. Wollte schon sagen, wir bekommen jetzt hier Unterstützung. Hab ich natürlich gestunt und mein Ding jetzt gebrauchen hier. Der Jochen. Kannst du gleich abschminken. Ah, schade. Kommt man nicht reflektieren. So, auch erledigt. Sehr schön. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Dann haben wir nämlich 2 Folgen direkt am Stück. Vielleicht reicht es sogar, dass wir dann in der nächsten Folge rübergehen können nach Chen. Wäre natürlich ganz cool.
Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich meinen Ruhestein habe. Große Siegel. Das große Siegel ist jetzt... Keine Ahnung, wo. Oh, wir bekommen nochmal Schmuck. Was haben wir denn hier? Vielseitigkeit, Meisterschaft, Tempo. Meisterschaft zu gewähren. Dann nehmen wir Vielseitigkeit definitiv. Ja, wir sind fertig mit Pandaria. Sehr schön, cool. Das ist so gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier an der Stelle Schluss. Ich fliege mal rüber Richtung Shen. Und such mal einen Gastwirten, wo wir dann uns diesen schönen Ruhebonus holen können. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.